Mein Name ist Melanie Hödel und ich bin die Leiterin des Bürgerbüros der Gemeinde Isernhagen. Wie wird man Einwohner? Einwohner wird man, wenn man in eine Gemeinde zuzieht und sich dort halt anmeldet. Wo muss man sich melden? Man muss sich anmelden bei dem Einwohnermeldeamt bzw. im Bürgerbüro der zuständigen Gemeinde. Was hat man als Einwohner für Rechte und Pflichten? Rechte hat man, dass man Einrichtungen der Gemeinde Isernhagen nutzen kann, zum Beispiel Kindergärten oder Büchereien. Und dass man auch das öffentliche Straßen-, Wasser- und Stromnetz benutzen kann. Und unter anderem kann man auch schriftlich oder zur Niederschrift mit Anregungen und Beschwerden sich an die Gemeinde Isernhagen wenden. Pflichten der Einwohner sind, wenn man halt den Kindergarten oder die Bücherei benutzt, die Gebühren dafür zu bezahlen. Und wenn man zum Beispiel ein Grundstück hat, also Grundstückseigentümer ist, muss man Grundstückssteuer bezahlen an die Gemeinde. Was passiert mit den Menschen, die sich nicht als Einwohner melden? Die werden von uns aufgefordert, sich anzumelden. Und wenn sie das nicht tun, dann wird gegen sie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Das bedeutet, dass sie aufgefordert werden, eine Geldbuße dann zu bezahlen, wenn sie sich nicht anmelden. Und die kann bis zu 500 Euro hoch werden. Ist Politik und jetzt 1% Politik zum 1% e.V.